Schön, dass Sie unsere Nummer gewählt haben. Ich bin Hildegard Renovenz-Krützmacher, war früher Krankenhauspfarrerin und lebe jetzt im Ruhestand in Gomaringen. In diesen Tagen kaufte ich ein kleines Büchlein mit einem schmuckvollen Einband für jemand, der in diesen Tagen in den Ruhestand geht. Der Eintritt in den Ruhestand kann eine schwierige Zeit sein. Auf jeden Fall ist es aufregend, wenn sich im Leben Grundlegendes ändert. Es könnte hilfreich sein, dachte ich, wenn man sich dann aufschreiben kann, was einem durch den Kopf und durch das Herz geht. Ein Tagebuch kann durchaus zum Gebetbuch werden. Die Psalmen überliefern uns in gefühlvoller Sprache, wie früher Menschen gebetet haben. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Seele ist sehr erschrocken. Psalm 6. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Seele ist sehr erschrocken. Die Losung für heute. Die Beterin redet von Feinden, von Übeltäterinnen. Wir reden heute vielleicht von Missbrauch oder Mobbing oder Trennung. Auf jeden Fall ist sie zutiefst verletzt und weint so viel, dass schon das ganze Bett nass ist von ihren Tränen. Sie scheint niemanden zu haben, der sie versteht und hofft, dass Gott das wenigstens tut und ihr Unheil in die Hand nimmt. Die Gebete der Psalmen sind aufgeschrieben und gesammelt worden. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und reden aus dem tiefen Inneren der Seele. Gefühle von Neid, von Hass, von Trauer und Rache und von Wut werden hier ausgedrückt und Gott hingelegt in einer machtvollen Sprache. Ein Gebet braucht nicht schön formuliert zu sein, das sehe ich an diesen alten Gebeten. Gott, kann ich alles sagen, auch das, was ich sonst mich nicht sagen traue oder was ich nicht gehört? Häufig haben mir Patienten und Patientinnen am Krankenbett gesagt, ich kann nicht beten, so schlecht geht es mir, ich kann Gott nicht loben. Darauf antwortete ich meist, dann sagen Sie ihm doch, wie es in Ihnen aussieht. Das ist ein Gebet. Mir und nicht nur mir geht es so, dass ich, wenn ich Gott sagen kann, was mir schwer ist, dass ich mich dann schon ein bisschen besser fühle. Erich Fried, ein österreichischer Lyriker jüdischer Herkunft, lebte ab 1938 im Exil in England und starb 1988 in Deutschland. Er hat wunderschöne Worte gebraucht und aufgeschrieben, wie es einem ist, wenn man es schwer hat und verstanden wird. Er schreibt: Sein Unglück ausatmen können, tief ausatmen, so dass man wieder einatmen kann. Und vielleicht auch sein Unglück sagen können in Worten, in wirklichen Worten, die zusammenhängen und Sinn haben und die man selbst noch verstehen kann und die vielleicht sogar irgendwer sonst versteht oder verstehen könnte. Und weinen können, das wäre schon fast wieder Glück. Haben Sie einen guten Tag. Mit herzlichen Grüßen, Ihre Pfarrerin im Ruhestand, Hildegard Renovenz-Krützmacher.